Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter und bei Atomic Heart. Beim letzten Mal, ach ja, da ist ja schon wieder das Ding, haben wir ja schon ein wenig die Samenbank penetriert und genau da geht's heute weiter, weil wir sollen ja immer noch den wunderbaren Bösewicht hier irgendwie verfolgen. Zugang gewährt. Jetzt gucken wir mal, können wir hier noch irgendwie, können wir noch irgendwas Cooles machen? Ich hätte genug Munition, um eine Pistole zu bauen. Genug Munition, genug Material. Die Elektro habe ich schon. Sieht es aus. Das wollte ich aber, wenn ich das Ding baue, dann habe ich nicht mehr sonst viel übrig. Ja, komm. Gönnung. Und dann schauen wir mal, ob wir noch 3,50 Meter Munition dafür kriegen. Dankeschön. Ach, ein bisschen Munition ist sogar schon drin, das ist praktisch. Mal gucken, ob wir noch was gebaut bekommen. Und dann müssen wir halt mal wieder ein bisschen durch Schränke und Schubladen krabbeln. Bitte Vorgang auswählen. Munition. Kalaschpatronen. Ja, das ist nicht PM-Munition. Haben wir noch keinen Bauplan für. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug finden. Achso, hier, wir müssen dann tatsächlich da durch, okay. Das heißt, es geht hier hinter dieser Tür weiter. Oh, was? Waffenergonomie. Verwende Energiewaffen, Schusswaffen und Nahkampfwaffen mit Bedacht, um deine Ressourcen effizient einzusetzen. Verstehe. Kritischer Fehler des Sicherheitssystems. Alle Mitarbeiter sofort das Gelände der Sandbank verlassen. Okay, hier geht's wohl ein bisschen... Wow. Ich wollte gerade sagen, hier geht's ein bisschen vertikal weiter. Mal gucken, ob es da noch irgendwas Feines gibt. Es sieht so aus, als ob hier noch irgendwie ein... Ah, ja, guck doch mal da. Da sind nur ein paar Leckerchen versteckt. Ja, da freue ich mich. Die nehme ich gerne mit. So, dann erstmal wieder zurück. Und dann geht es wahrscheinlich da drüben weiter. Hier noch irgendwas, wo wir hinklettern können vielleicht? Nicht lang, schade. Mist, da wollte ich nicht hin. Naja, gut. Gehen wir weiter. Wir werden schon hier irgendwie vorankommen. Hindernisse überwinden. Objekte, an denen du dich festhalten kannst, sind oft gelb hervorgehoben. Okay, das ist hier schon wieder so eine lustige Klettereinlage aller, ja, verschiedene Spiele, die lustige Klettereinlagen haben. Schlecht. Ganz schlecht. Besser. Okay, das mit der Elektrowaffe ist natürlich super, weil die kostet uns keine Munition. Hier geht's nicht rein. Pass auf, pass auf! Okay, erledigt. Komme ich hier wieder ganz hoch? Nee, ne? Doch, eventuell über da hinten. Ja, so kann es gehen. Ey! Unhöflich. Au, sehr unhöflich. Tot. Da war ich im Heilen jetzt zu langsam, beziehungsweise hat zu lang gedauert. Bratz. Die Comics sind so genial. Also diese Cartoon-Einlagen, wie man gerade krepiert ist. Schön. Da macht sogar das Sterben Spaß. Na toll. Das einzige Blöde ist jetzt nur, jetzt müssen wir hier nochmal von vorne anfangen. Guten Tag, ich hätte gern Waffe. Was soll es sein, Major? Waffen oder... So, dann bauen wir uns die nochmal schnell. Achso, man muss ja erst noch hier ausspucken.
Und vielleicht sollten wir auch, bevor wir weitergehen, nochmal schauen, ob wir irgendeine Fähigkeit verbessern können. Bitte Vorgang auswählen. Mal gucken, was da noch so geht. Charakter. Maximale Gesundheit verbessern. Klingt auch nicht so doof, ne? Massentelekinese, was ist das? Okay, interessant. Polymerschild. Das für. Okay, ich glaube, ich würde sagen, wir gehen hier mal ein bisschen. Ja, wir machen das mal so. Wir machen hier erstmal den Polymerschild. Ah ja, so funktioniert das, okay. Das ist ein aktives Ding, den muss ich also regelmäßig anschalten. Und dann erhöhen wir aber nochmal zusätzlich unsere Gesundheit. So, dann haben wir jetzt zwar nicht mehr allzu viel Neuropolymer, aber sollten jetzt ein bisschen. Wehre gegnerische ab und führe sofort ein Konter aus. Gut, ja, das speichern wir auf jeden Fall nochmal. Speichere Daten. Und dann probieren wir das Ganze. Ja, Waffenergonomie haben wir gerade schon gelesen. Dankeschön. Alter! Ihn fort, Bösewicht. So, erstmal hier wieder den Kram eintüten. So, und da unten ging es eigentlich auch nur nach hier oben hin. Okay, das heißt, wenn wir da nochmal unten ankommen, das müssen wir nicht wiederholen. Das schön, dass ich das gerade rausgefunden habe. Na komm, spring da hoch. So, dann ging es daneben nochmal irgendwie hoch. Nee. Na, von hier drüben komme ich nicht hin. Von da vielleicht, oder ist es dafür da, dass ich da hochkletter und dann hier um die Ecke komme? Das sieht mir ein bisschen danach aus, weil da ist eine Kiste, die ich gerne hätte. Okay, das probieren wir nochmal. Also hier rauf, da runter. Au, das war vielleicht ein bisschen zu tief gesprungen und. Autsch. Und tot. Shit. Ah, Alter. Ja, das ist schön. Das läuft gerade richtig gut voran. Vielleicht hätte ich auch irgendwie nochmal schauen können, ob ich genug Gesundheit auf Tasche habe, weil das sieht gerade nicht danach aus. Nee, habe ich nicht. Siehst du? So, ich habe aber schon mal ein bisschen mehr. Ja, okay, Waffenergonomie habe ich jetzt schon zum dritten Mal gelesen. Danke für den Hinweis. Freue ich mich sehr drüber. Vielleicht kommen wir jetzt aber hier auch mal schneller voran. Weil von da könnte ich. Da rüber. Okay. Dann spare ich mir vielleicht da unten das Gehacke mit diesem blöden Roboter, der mir da auch noch die Schnauze gibt. Und vielleicht nehmen wir erstmal die Elektrowaffe. Weil die sollte uns ein bisschen weniger Munition kosten. So, da will ich hin. Das sieht gut aus. Teile, noch mehr Zeug. So, und ich schätze mal hier den Roboter kann ich dafür verwenden, um hier mal freundlich hochzuspringen. Oh, und ich habe den Bauplan von der Munition gefunden. Sehr gut. So, was haben wir hier? Eine Seilwinde. So, der wäre weg. Was haben wir hier noch? Oh, Kiste, nicht vergessen. Da hinten gibt es auch noch eine Kiste, aber ich glaube, die hatten wir schon, oder? Ich weiß es gerade nicht genau. So, und wahrscheinlich können wir uns jetzt hier mal schön ein abseilen. Der ist auch hinüber, sehr gut. Dafür ist es wahrscheinlich mit dem Hochklettern gedacht gewesen. Gibt es hier noch irgendwas zum Aufheben?
da ist Polymer, dass wir durchschwimmen können. Okay, ich möchte aber, glaube ich, einmal hier unten. Ich will da unten nochmal hin. Ich glaube, da gab es noch was zum Abholen, was wir noch nicht hatten. Sonst muss ich mal abholen, da komme ich gar nicht rein. Kommen wir da hoch? Ja. Ja. Schlecht gesprungen. Wieder irgendwo hängen geblieben. Sehr gut. Alter, der springt da nicht gescheit. Nochmal, das muss ja gehen. Na, geht doch, siehst du? Wo ein Wille ist und so. Hindernis überwinden, okay, sind gelb markiert, das heißt, ich kann hier. Okay, ich kann jetzt hier hochklettern und nun. Ah, jetzt wahrscheinlich nach da. Ah, okay. Und von da aus jetzt wahrscheinlich nach da oben und yes. Und guck mal, da sind Kistchen. Sehr gut. So, können wir jetzt von da. Ich glaube, da bin ich aber besser beraten, wenn ich von da hinten runterspringe, sonst ist das ja absurd hoch. Darüber den Sprung traue ich mir eher nicht so zu. Ich glaube, das könnte schmerzhaft enden. Genug ist genug. Selbst der ist schon blöd. Okay, also hier wieder runter. Wow. Ist hier noch mal irgendwas um die Ecke? Wenn wir schon da sind. Ja. Schön die Teilchen einkassieren. So. Hier rüber. Da oben war noch irgendwo eine Kamera gewesen, ne? Mit Betonung auf mit Betonung auf gewesen. Okay, Roboter sind auch erledigt. Strom muss wieder nachladen. Alter, aua. So, Ruhe jetzt. Da ist noch ein Schloss. Oh, nee, so funktioniert es nicht. Ah, Q und E gegen gegen und mit Uhrzeigersinn. Ändern. Ah, so funktioniert das. Okay, dann müssen wir den drehen und noch weiter. Fast. Und offen ist das Ding. Ist geil. Die Mucke ist einfach, die macht einfach Spaß. Ist schön gemacht. Passt ins Setting. Die Stelle kommt mir bekannt vor, da waren wir doch schon mal. Ja, ich glaube, wir haben Shortcut freigeschaltet. Oh, dahin sehe ich, was sieht denn da mein Adlerauge? Strahl da weg, das tut doch weh. Das tötet Menschen. Okay, wo geht's hier weiter? Da? Aha.
hier aber nicht mehr. Okay, das ist A, schade und B, blöd. Darüber vielleicht. Ich sehe aber auch nichts gerade zum Hochblättern geschaffen. Also hier keine gelben Dinger, ne? Von da oben, da sehe ich jetzt halt auch nicht, wie ich da hochkommen soll. Es sei denn von der anderen Seite vielleicht. Nope. Aufzug kommen wir auch nicht weit. Nö, sehe ich gerade. Keinen guten Weg. So, und von hier aus geht es jetzt irgendwie nicht so gescheit weiter, ne? Keine Ahnung, ob es da vielleicht noch irgendwie später eine Möglichkeit gibt, mal besser zu springen. Aber im Moment sehe ich nicht, wie ich da hochkomme. Höchstens vielleicht mal hier durchquetschen, da hinten gucken. Oh, da könnte vielleicht sogar was gehen, pass auf. Wenn wir hier hochklettern, kommen wir auch nicht weiter. Oder vielleicht doch. Also ja, man kommt da irgendwie ein Stück hoch, aber nicht ganz. Oder vielleicht jetzt so und da nochmal drücken? Nee, nicht so richtig. Das lässt mich nicht. Komisch. Na gut, dann weiß nicht, ob wir uns hier noch länger aufhalten wollen sollen. Hier geht noch was hoch. Aber von hier nicht weiter. Links, rechts, da lang. Ja, okay. Das könnte klappen. Das klappt nicht. Das klappt. Okay, aber da waren wir. Das ist jetzt genau die Stelle, bei der wir vorhin von oben gekommen sind. Ah, Mist, ich hätte hier, glaube ich, raufspringen können. Das hätte ich tun können, shit. Naja, dann nochmal, wir erkunden den Level durch Failen. Das klappt ganz gut. Das Level streng genommen, wir erkunden das Level. Was war denn da? Da habe ich gerade irgendwo noch ein Aufhebeding sie gesehen. Ist da aufgeblinkt, ist ganz kurz. Nö, doch nicht. Okay, also nochmal da hoch. Darüber springen. Nochmal springen. Ah, so. So geht das hier. Aber ich weiß nicht, ob uns das gerade viel gebracht hat, weil jetzt sind wir genau an derselben Stelle, wo wir vorher waren. Oh, doch, es hat uns was gebracht. Nämlich noch ein bisschen extra Teilchen. Was die Frage, ob ich nochmal ganz kurz sicherheitshalber, um jetzt diesen ganzen Progress nicht zu verlieren, nochmal ganz kurz an den Speicherpunkt komme. Mich. So, und jetzt noch mal eine Frage. Du bist schon für einen Freund und so. Von da aus können wir darüber springen. Da sind auch Dinge, an denen man hochklettern kann. Ja, schauen wir mal. Ach, guck mal, hier ist noch ein Schloss. So, und offen ist das Ding. Oh, da ist noch einer. Jetzt. Gucken wir mal, ob da auch noch irgendwas Leckeres vergraben ist. Da sind schon mal ein bisschen Teile. Okay, und dann kommen wir jetzt hier raus. Da waren wir ja schon mal. Können wir jetzt hier wieder schon hochspringen und yay. Und nochmal eine Runde Seilbahn fahren. So, von hier dann darüber. Und wo ging es weiter? Oh, das ist schön. Dankeschön. Grübel denkt schon hier.
Ja, hier wäre es nur nach hier oben gegangen. Okay, das ist jetzt irgendwie... Ist jetzt irgendwie nur ein bedingter Fortschritt. Schon da geht es noch höher, wenn wir von da... Noch, also da waren wir bei der Kiste. Kommen wir von... Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir von da irgendwie darüber kommen. Der Sprung ist dann doch ein bisschen weit. Nee. Ich würde sagen, an der Stelle, auch wenn es schön ist, hier noch rumzurätseln, noch weitere Sachen zu finden, lass mal hier weitermachen, ne? Wir wollen ja auch noch ein bisschen vorankommen heute. So, und hier ist natürlich gleich wieder eine schöne Lagerhalle. Die wollen wir auf jeden Fall ausnutzen. Das kann kein Zufall sein. Naja, viel geht jetzt aber auch nicht. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, hier gäbe es vielleicht noch die Möglichkeit, irgendwie wieder an zusätzliches Polymer zu kommen. Wahrscheinlich können wir jetzt hier wieder, ist es eher dafür gedacht, dass man da wieder reinspringt und, irgendwie wieder... Ich weiß, dass du hier bist, Petrov! Du kannst nicht entkommen! Du hast 10 Sekunden, um dich zu ergeben! Gemäß den biometrischen Werten ist das Petrov. Wirklich? Schöne Scheiße. Es ist tatsächlich Petrov. Er war wohl ein bisschen kopflos unterwegs, der gute Mann. Dass es so enden würde. Zauberer, hier ist P3. Zauberer hier. Hast du Petrov gefunden, mein Junge? Ich habe seine Leiche gefunden. Er wurde geköpft. Ein Lader hat seinen Schädel total zermatscht. Verdammt, sein Kopf enthielt Codes, mit denen ich diesen Albtraum schnell hätte beenden können. Es tut mir leid, Dr. Sechenov. Ich bin zu spät gekommen. Na, dann müssen wir das Problem eben anders lösen. Hatte er Ringe bei sich? 2 goldene Ringe? Nein, keine Ringe. Nur eine Kerze. Verstanden. Du musst dich sofort bei dem WDNH melden, P3. Wir haben größere Probleme als Petrov. Was könnte schlimmer sein als Petrov? Stockhausen wird dich bei dem WDNH informieren. Schnell, die Zeit drängt. Verstanden, mein Junge? Verstanden, Zauberer. Bin schon unterwegs. Okay, war ja klar, dass es nicht so einfach werden würde, ne? Okay. So, dann das Ding hier wieder mitnehmen. Hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht von irgendwelchen wild gewordenen Laderobotern überfahren werden. Gut, dass ich ja extra darauf hingewiesen habe. Ja, danke. Tot. Scheiße. Wie war das? Aufpassen, dass wir nicht von wild gewordenen Laderobotern überfahren werden. Der kam mit Ansage. Na, immerhin hat er an der Stelle gespeichert. Das macht mich ein bisschen glücklich. Wo ist denn jetzt das Ding? Warum sind es da hinten? So, vielleicht pumpen wir uns erst nochmal einen. Oh, viel Gesundheit haben wir gar nicht mehr. Das ist schlecht. Ach doch, wir haben noch. Wir haben noch. Alles gut. Und kurz schauen, der büßt hier durch. Das heißt, ich sollte hier halbwegs safe sein und darüber kommen. Kurz fallen lassen, ist hier noch irgendwas. Ja, ist hier noch irgend. Oh, da hinten ist noch was. Da können wir nochmal, könnten wir nochmal den alten Blutfinger irgendwie nochmal beglücken. Wie sieht das aus? Komm mal da irgendwo hochgeklettert. Au. Alter, sind die Dinger fies. Mal schauen vielleicht. Hier hoch. Und darüber müssten wir dann vielleicht, ja, wenn wir da hochgeschwommen kommen. Ja, sehr gut. Jetzt können wir doch vielleicht... Ich sehe halt blöderweise gerade nichts mehr. Von der ganzen... Durch diese ganze Polymerpampe. So, das ist die Stelle, wo wir schon mal waren. Okay. Alter, was hat man hier alles in Kram liegen lassen? Das ist ja hier...
Und da wundere ich mich, dass ich keine Ressourcen habe, wenn ich hier irgendwie nichts mitnehme. Okay, also nochmal zurück. Dankeschön. Da kommt ein Kaffee von der Seite reingeflogen. So macht das besonders viel Spaß. So, schaffen wir hier den Sprung raus? Nein, gerade so nicht. Aber vielleicht darüber? Das könnte vielleicht gehen. Hier über die Decke lang schwimmen. Oder vielleicht können wir auch da. Diese Stangen sehen ja so aus, als ob wir da hochkommen. Aber jetzt kommen wir hier nicht weiter. Au. Warte mal, der. Wann geht denn der hoch? Mhm. Verstehe. Das heißt, wir müssen den hier drüben abfangen, wo er unten ist. Na komm, auf. Jetzt fährt er hier mal rum. Und hat uns runtergeschmissen. Sehr gut. Aber vielleicht reicht das hier schon. Das reicht. Sehr gut. Und dann müssten wir jetzt hier über die Decke. Wo wollte ich jetzt eigentlich nochmal hin? Okay, ins Polymer. Hier kann ich gar nicht. Na super, das hilft ja weiter. Träumchen. Wo war denn jetzt eigentlich die Kiste, zu der ich wollte? Wir gehen mal schon weiter hoch. Vielleicht finden wir hier noch irgendwelche Infos. Okay, ich würde nochmal einen Anlauf versuchen, an diese Kiste ranzukommen. Vielleicht hier rüber. Ja toll, jetzt ist die Leiter weg. Das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Danke. Das hat geklappt, sehr gut. Und wahrscheinlich hätte es auch irgendwie einen leichten Weg gegeben, hier irgendwie hier an der Seite hochzukommen. Aber nein, wir müssen hier unbedingt den komplizierten suchen. So, wo habe ich jetzt die Kerze abgelassen? Hab ich doch gerade hier fallen lassen. Wo ist das Ding jetzt? Sag nicht, dass es wieder irgendwo runtergekullert ist. Natürlich ist es irgendwo runtergekullert. Okay, neulich auf der Murmelbahn oder so ähnlich. Okay, das sollte genug Zeit sein, um darunter durchzukriechen. Ja, ist es auch. So, und hier erstmal gibt es hier noch was. Eine komische Maschine. Noch mehr komische Maschinen, aber irgendwie nicht wirklich irgendwas. Ach, wir waren ja schon. Gut, das erklärt einiges. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Haben wir hier schon alles gelesen? Ich guck mal gerade. Bericht über die letzte routinemäßige psychologische Beurteilung im Wawilow-Komplex. Am 15. April 1955 wurde eine routinemäßige psychologische Beurteilung von 86 Junior-Mitarbeiter des Komplexes vorgenommen. Ein Mitarbeiter war nicht anwesend, Fjodor Lebedin. Juri fragt Fjodor bitte danach, einerseits sei ein guter Kerl, er hat im Krieg sein Bein verloren, dient dem Mutterland und aber weiterhin so gut er kann. Andererseits erscheint er nie zu medizinischen Untersuchungen und ist generell antisozial. Wenn er trinkt oder Schwierigkeiten hat, müssen wir ihm helfen. Er ist schließlich Kriegsveteran. Okay. Hier noch irgendwas Spannendes. Auftrag erfüllt.
Genosse Satscharchenko, wohin verschwinden all deine WoW A6-Roboter in solch großer Stückzahl? Ständig haben sie eine Fehlfunktion oder lösen sich schlicht in Luft auf. Es versteht sich von selbst, dass ich Kontakt zum Pavlov-Komplex aufgenommen habe. Sie werden uns noch einige Einheiten schicken. Mach deine Pelikan-Lader bereit, bis die Lieferung trifft morgen ein und löse das Problem mit den verschwindenden Wovas. Behalte dein Ausrüstungsinventar im Auge, du wurdest gewarnt. Oha, hat da eventuell jemand Dinge eingesteckt? So, hier muss es dann wahrscheinlich weitergehen und ich habe auch eine Ahnung wie, weil hier gab es ja ganz zufälligerweise hier eine Aufnahme für die Dinger. Na komm. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt die andere noch von oben holen. Und setzen die da drüben ein. Behälter erforderlich. Die Energie der Kerzen reicht nicht, um das Haupttor mit Strom zu versorgen. Aber durch ihre Installation wurde ein System aktiviert, das das Birke-Lebenserhaltungssystem mit speziellen Polymeren versorgt. Das Lebenserhaltungssystem hat 4 Hauptfunktionen. Das Aufrechterhalten der optimalen Temperatur, das Beseitigen von Insekten. Mit anderen Worten, 4 Sockel, 4 Behälter. Dann müssen wir jetzt wohl Behälter finden. Achso, das hatten wir schon mal. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Charles, ich bin in der Hitzewerkstatt. Es könnte unangenehm werden, wenn ich hier zu lange drin bleibe. Nein, die Labortische in der Hitzewerkstatt oder dem Thermarium brauchen zwar hohe Temperaturen, aber die Temperatur in der Werkstatt selbst ist recht angenehm. Na dann. Was sind das? Ach du Scheiße. Wo kommen all diese Monster her? Es ist nur eine Hypothese. Aber ich vermute, das sind die Körper toter Soldaten, die mit Sprossen infiziert wurden. Eine verdammte Hypothese. Willst du mich verarschen? Das ist nur meine eigene Schlussfolgerung. Das ist noch nie zuvor passiert. Scheiße. Wie ist das passiert? Ich vermute, dass mit den Sprossen etwas schiefgelaufen ist, nachdem Petrov die Fehlfunktion ausgelöst hat. Pfuiber. Okay, wir schauen nochmal, ob wir mit den gefundenen Ressourcen hier was anstellen können. Autorisierung. Major Nitsch. Also neue Waffen geht gerade nicht so wirklich. Neuromod-Kapseln haben wir, glaube ich, erstmal noch genug. Aber auf jeden Fall ein bisschen Muni wäre schön. Da können wir uns noch mal ein bisschen was gönnen. Das klingt gut. Das klingt auch gut. Ah ne, hier für 6 Munition reicht schon nicht mehr. Das heißt, wir gehen mal runter auf 3 vielleicht. So, und damit sind wir wieder ein bisschen aufmunitioniert, das freut mich sehr. Kartuschenwaffen haben wir bisher noch gar nicht verwendet. Lager, die Montage, ist hier irgendwie was ich vielleicht zerlegen. Schleppen schon jetzt mittlerweile ein bisschen Krempel mit uns rum, ne? Ein Dynamo, was kann ich mit dem Dynamo machen? Zerlegen. Okay, das ist schon mal ganz nett. Wie sieht's denn aus mit, achso, ich hätte einfach Tab drücken können. Bitte Vorgang auswählen. So, wollen wir unseren Schock verbessern? Mehr Reichweite oder mehr Schaden und, mehr Schaden klingt schon gut, ne? Was gibt's hier noch? Erhöhter Anzugsschutz vor Laserangriffen, auch nicht schlecht. Zusätzlicher Sprint. Also wir könnten uns das hier holen. Bisschen mehr Schutz vor Laser fände ich ganz gut, weil diese Laserroboter sind schon echt fies.
Und dann verbessern wir noch mit den letzten Punkten, die wir haben, unsere Schockfunktion. Und da können wir jetzt besser tappen. Gut, ich speichere. Speichere Daten. Und dann müssen wir uns wohl durch diesen Komplex und vor allem durch diese komischen, fiesen Pflanzenmonster schlagen. Das werden wir aber nicht mehr jetzt tun, sondern machen das beim nächsten Mal. Euch wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald wieder hier im Nerdzeitalter. Ciao!